Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MACH-Box von Mach One. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MACH von Mach One, das Ganze aus dem Jahr 2014. So sieht das aus. Wir haben hier eine schwarze Box. In weißer Schrift lesen wir hier oben einmal Mach One. Dann haben wir hier eine Kettensäge und hier die Buchstaben MACH, die hier so zersplittern. Interessantes Detail, diese Buchstaben hier sind in so einer Glanzoptik, ähnlich wie auch schon die Kettensäge ein wenig, also von ein paar Elementen her. Man kann das sehen, das glänzt hier dann so im Licht, sehr schön. Und unten lesen wir dann auch noch MACH, die Buchstaben hier mit so einzelnen Karos unterteilt. Dann haben wir hier noch einen FSK-Hinweis, und zwar einen FSK-0-Hinweis. Das ist in dem Fall ein Sticker, den man abnehmen kann. Schön gemacht, dass man das Ganze nicht irgendwie aufgedruckt hat, sondern als Sticker, und somit kann man das Ganze einfach hier dann abziehen. Jawohl. Dann kommt sogar auch noch ein weiterer Splitter hier zum Vorschein. Das ist kein Kleberest, sondern das ist ein Splitter oben von den Buchstaben. Ansonsten hier in, das verschwitzt, ansonsten hier alles in schwarz gehalten. So sieht das aus. Auch hier haben sie noch einmal zwei Splitter verirrt. Und auf der Rückseite haben wir dann alles schwarz, zwei Splitter und einen Barcode. Gut, wir haben hier eine reguläre Clubbox, bedeutet das Ganze geht dann hier auf der Seite auf und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann haben wir ein Poster, einen Stickerbogen, dann haben wir die Album Instrumentals in einer Papphülle und natürlich das Album an sich MACH in einem Standard Jewel Case. Von innen die Box glatt weiß, wir haben dann hier noch so einen Kartoneinleger, wo das Album entsprechend Platz gefunden hat. Dann machen wir das Ganze mal zur Seite. Und nachdem hier alles ohne Folie ist, brauchen wir hier keinerlei Messer. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Auch hier lesen wir dann wieder, in diesem Fall goldener Schrift, Mach One MACH Premium. Und hier in der Mitte, groß zu sehen, ein Kopf. Und zwar ein Wildschweinkopf mit Goldketten behangen. Sieht echt düster aus. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Mach One MACH. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier einige Features. Und zwar haben wir hier Features von Isa, Nico, also in dem Fall Nico KIZ, Kev, Kasa, Berkan, Trailer Park und Akte. Das sind die Features. Darunter haben wir dann noch einen Barcode und die Credits zum Album. Gut, das Ganze wie gesagt ein Standard Jewel Case. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir natürlich einen Blick ins Booklet. Und zwar haben wir hier einmal wieder diese Splitteroptik hier, MACH. Auch hier wieder im Booklet diese Glanzoptik verwendet. Sehr schön. Dann haben wir hier einmal den Interpreten, also voraussichtlich den Interpreten, in einem rot-schwarzen Hoodie. Auf der nächsten Seite haben wir dann wieder diese Glänzschrift, was lesen wir hier? Ab jetzt schreibe ich meine Raps auf deinem MacBook Pro. Jawohl. Dann hier eine Taube, die auf der Kettensäge Platz genommen hat, also schwarz-rot, das Booklet hier. So, dann haben wir hier einmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer war woran beteiligt, wer wurde gefeatured, wer hat produziert, wer hat gemixt etc. So sieht das aus. Also soweit ich informiert bin, Großteil des Albums von Mach One selbst produziert. Also diese Doppelseite hier mit den gesamten Credits. Dann haben wir hier ein weiteres Foto. In diesem Fall mit so einer Jagdtrophäe, also mit so einem Geweihkopf, den Mach One hier vor sein Gesicht hält.
Dann haben wir hier Liebe und Dank. Also eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle gerne kurz anhalten, das Video, und diese Danksagung im Detail durchlesen. Und dann haben wir auch hier wieder diese Glanzschrift. Was lesen wir hier? Scheiß auf den Club. Wir sind Straße, du Arschloch. Jawohl, dieser Spruch, der wird noch kommen. Dazu kommen wir noch. Also der wird uns nochmal begegnen. Auch hier wieder Mark One mit Kettensäge am Start. Mit weiß-rotem Hoodie. So sieht das aus. Und dann haben wir hier auch nochmal die Tracklist. 14 Stück an der Zahl. Gut, so viel dazu. Das Booklet echt schön gestaltet. Dann haben wir die CD an sich. So sieht die aus. In Gold und Weiß. Hoppla. Auch hier wieder jede Menge Splitter. Und was mir richtig gut gefällt, dass das Album hier auch eingefärbt wurde in diesem Gold. Also nicht so regulär Silber, diese CD-Farbe. Nein, man hat hier wirklich die CD eingefärbt in Gold. Und auf der Rückseite haben wir dann hier nochmal MACH, auch wenn es hier schwer zu lesen ist. Aber wir haben hier wieder die Buchstaben in dieser Splitteroptik. Und auch noch eine DVD auf der Rückseite. Und zwar haben wir hier die DVD, die innen drinne Tour-DVD. Und zwar ist da die Tour von 2012. Da war ja Mach One auf, ja, mehr oder weniger auf Wohnzimmerkonzert. Da konnten sich Fans bewerben und ihr Wohnzimmer zur Verfügung stellen, damit Mach One dann dort entsprechend die Tour bzw. ein Konzert spielt. Und das ist dann auf dieser DVD verewigt worden. Sehr schön. Dann haben wir zum Album natürlich noch die zugehörigen Instrumentals mit alternativem Cover. Also, wir erinnern uns, hier der Schweinekopf, hier fehlen dann die Goldketten und hier haben wir dann auch noch Mach One, der diesen Schweinekopf hier aufgesetzt hat. Hier lesen wir dann Mach One Instrumentals. So sieht das aus. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks, also 14 Tracks ergeben 14 Instrumentals, keine Skizze oder so dabei. Und so sieht dann die Instrumental CD aus. Also von der Optik wie auch schon die Album-CD, ebenfalls Gold eingefärbt. Und diese kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Gut, dann haben wir hier einen Stickerbogen. Und zwar haben wir hier so diverse Sticker. Es wurde als Knast-Tattoos angegeben beim Boxinhalt. Also ihr seht schon, das sind so ganz unterschiedliche Motive. Kann man sich dann natürlich aufkleben, wo man möchte. Also es sind keine... Oh doch, ich wollte gerade sagen, es sind keine Tattoos, aber es sind tatsächlich Tattoos und keine Sticker. Wir haben hier die Gebrauchsanweisung. So sieht das aus. Also mit diesen, unter Berücksichtigung dieser 5 Schritte hier, kann man diese wunderbaren temporär Tattoos dann auf seiner Haut aufbringen, je nachdem welches Motiv man bevorzugt. Mit dabei ist dann auch noch ein Poster, und zwar sieht das so aus. Wir haben das Poster im Hochformat. Hier oben lesen wir wieder in goldener Schrift Mach One. Dann haben wir hier diverse Füchse. Dann haben wir den Interpreten Mach One und er scheint hier gerade Füchse zu werfen. Also hier liegen unter anderem am Boden noch 2 Füchse, aber der hier sieht so aus, als würde gerade geworfen werden und der wurde scheinbar schon geworfen. Also echt sehr, sehr spezielles Poster. Und dahinter lesen wir dann wieder Mach One und eine rote Zielscheibe bzw. ein Fadenkreuz. Ja, das Poster ist einseitig bedruckt, Rückseite ist glatt weiß. Und das Ganze ist im Hochformat. Als letzten Boxinhalt ist ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses wieder erwarten, denn ich hätte jetzt eher mit einem schwarzen Shirt gerechnet, bei dem ganzen Boxinhalt oder generell bei dem Artwork. Allerdings ist dieses Shirt zum Kontrast in Rot. Und zwar, wie vorhin bereits angekündigt, haben wir diesen Spruch wieder hier, den wir auch schon aus dem Booklet kennen. Scheiß auf den Club, wir sind Straße, du Arschloch. Darunter lesen wir dann wieder Mach One, M-A-C-H.
Neckprint haben wir in dem Fall keinen, also der Rücken glatt rot. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. So sieht das dann aus. Und das ist auch das letzte Stück dieser Box. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dieser Tattoo-Bogen. Die Instrumentals zum Album im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich plus Tour-DVD im Standard-Jewel-Case. Das alles in dieser wunderbaren Box MACH von Mach One. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mach One unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.